Willkommen bei dem Sheriff. Hüben! Ja, wer ist denn? Was machst du wieder? Ja, was fürs Gartenhaus. Ja, nichts fürs Gartenhaus. Wir haben ganz andere Probleme. Vorsatzschale. Ich suche mein Kabel. Und wie erreiche ich meine Luftdichtheit? Oh, ja, mit einem selbstgemachten luftdichte Steckdose oder man kauft sich so Dinger. Ja, und wenn der das kauft, bringt er das auch nichts. Also, wir brauchen ja eine Luftdichtheit. Ja, das Problem ist schon, wenn der Gipsgatton da drauf ist, bohrt meistens der Elektriker irgendwo ein Loch oder wer auch immer und dann ist die Folie natürlich auch defekt. Genau. Und dann müssen wir erstmal das Kabel suchen. Das ist ja noch das Schlimmere. Ganz einfach für euch: Wir nehmen HT-Rohr in Scheiben geschnitten, Abfallfolie, ca. 200x200 zugeschnitten. Da achtet bitte drauf beim Anzeichnen: einfach aufsetzen, mit dem Edding anzeichnen. Dass ihr aber Vorder- und Rückseite nehmt. Ihr werdet gleich sehen, warum. Ich suche so lange mal das Kabel, gell? Ja, du kannst mal das Kabel suchen. Ich zeichne das an. Sieht dann so aus. Einmal Vorder- und Rückseite. Dann einfach die Masse. Also wie gesagt, beim Anzeichnen darauf achten, dass es innenseitig angezeichnet wird. Und dann einfach die Raupe einmal komplett außen herum legen. So, ihr nehmt dieses und drückt die Masse hinein, sieht so aus und das gleiche von der anderen Seite. Da noch ein Tipp, nehmt irgendwo eine kleine Holzplatte und dann drückt ihr gleichmäßig auf die Masse hin drauf. Also wenn es fertig ist, sind beide glatten Seiten praktisch. Genau, so gucken sieht es aus, ist schon fertig. Jetzt müssen wir natürlich trocknen lassen. Ja. Haben wir aber alles schon vorbereitet. Hier die Unterseite könnt ihr wegschneiden, stört bloß. Oberseite, hört man schön, wie eine Trommel, also komplett luftdicht. Das, was wir benötigen dürfen. Wir können eigentlich in der Musikinstrumente dann müssen so Vario-Folie machen. Trommeln bauen. Genau, Buschtrommeln. Die Vario-Trommeln. Hm? Genau. So. Jetzt wären wir eigentlich fertig, kommt mit dem Kabel hindurch, aber sind wir nicht ganz luftdicht. Nee, wir wollen es ja luftdicht. Wir wollen es ja so ähnlich wie die gekauften Versionen. Dazu nehmen wir unser Anti-Spike, kleben uns das einfach mal nach innen. Ich suche mal das Kabel. Sieht dann so aus. Ja, ich hab's. Einfach mit dem Kugelschreiber einmal ein Löschchen hinein tun und... Genau, ich zieh's schon mal drüber. Genau, zieh mal durch und... Also so, ich habe es jetzt so ausgeschnitten, dass es natürlich schon für sich selber schon ein bisschen hält, aber abkleben muss ich es nachher. Genau. Immer noch. Genau. Vom Klebeband haben wir unser Extra-Tape. Das kann ich mal circa so hinhalten. Vorteil an diesem Band ist, hört man schön, ich kann das einfach abreißen, mit dem Fingerlift lösen. Genau. Hilfe ich dir noch mit dem Verkleben gleich. Einmal, zweimal. Und ich muss sagen, wir waren schnell wie die Feuerwehr, oder? Genau. Zack, Kabel ist luftdicht angeschlossen. Jetzt wird unser GKP einfach nach oben gesetzt. Angeschraubt. Und der Vorteil ist, durch das Rohr, weil der Durchmesser etwas größer ist, habe ich auch etwas Spiel in der Platte. Genau, jetzt kann ich auch mit stinknormalen eigentlich Unterputzdosen dann jederzeit auch noch arbeiten. Genau. So. Setzen wir die Dose ein. Und fertig. Und fertig. Super. Kann ich weitermachen? Du kannst... Mit dem weitermachen, ja. Bis zum nächsten Mal.